Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ich möchte Sie heute gerne wieder mitnehmen auf einen kleinen Stadtspaziergang durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Und ich mache den natürlich nicht allein, sondern an meiner Seite ist wieder Gerhard Weber. Schön, dass du wieder mitkommst. Und du hast vorgeschlagen, dass wir uns heute hier am Berg 5 treffen. Warum hier? Ja, das hat einen gewissen Grund, weil in diesem Haus Nummer 5 meine Großmutter seit 1912 gelebt hat. Und immer, wenn ich zu meiner Kindheit herkam, also nicht immer, aber sehr oft, kam auch die Petrikirche ins Gespräch, die wir ja dort sehen. Und das war damals eine Ruine. Und dann sagte meine Großmutter, da wir so einen großen Turm ob, das würden die Hüt gar nicht mehr fahrig kriegen. Und das war für mich auch ein Anlass, wiederum mal so durch die Reden der Älteren festzustellen, mir Bilder zu besorgen, wie sah die Petrikirche wirklich aus. Und da habe ich uns schon mal ein Bild hier mitgebracht. Das ist eine Vergrößerung. Das ist das Originalfoto und das ist 150 Jahre alt. Wir sind ja hier wirklich an der ältesten Stelle von Rostock und das ist doch die älteste Kirche. Ja, das soll sie wohl sein, ja. Was vorher war, weiß man ja gar nicht. Kleine Kapellen wahrscheinlich nicht, aber das ist der älteste Sakralbau von Rostock. Und ich habe auch hier noch mal ein wunderbares Foto aus dem Jahre 1893. Das ist natürlich sehr romantisch mit dieser Brücke da und dem Petritor. Ja, und dann kam das Jahr 42 und da sah es dann so aus. Die ganze Stadt brennt. Aber die Petrikirche steht noch. Das ist die letzte Aufnahme der Petrikirche. In der Nacht darauf ist die dann auch verbrannt. Ja, und dann kennen es die damaligen Roster natürlich so hier. Guck mal hier aus der harten Straße, nicht dieser Turmstumpf, der hier steht. Und dann erinnere ich mich immer ganz genau, meine Mutter und ich, wenn wir hier so waren, bei meiner Großmutter gewesen, lass uns mal zur Petrikirche gehen. Und da war diese alte Holztür, so eine Nottür, und da waren schon ein paar Löcher drin. Und dann haben wir immer durchgeguckt. Und so sah die Kirche auch aus da drin. Natürlich war der Schutt weggeräumt, aber diese Ruine sah so aus, das haben wir uns angeguckt. Tja, und irgendwann fing es dann an. 1992 war es endlich soweit. In den Jahrzehnten davor, alle so Architekturmodelle der Stadt, da hat man immer auch diesen Turm mit drauf gemogelt. Ohne zu wissen, wie man das eigentlich bewerkstelligen könnte, so ein Riesenturm, da ja eigentlich der Turmhelm ist, die Leute sagen immer der Turm, wieder zu errichten. 1992 war es dann soweit und dann bin ich zu Pastor Wittenburg, da jemand hatte gehört, der hätte wohl Interesse, dass das einer mal so gut fotografiert. Und da habe ich gesagt, ja, das mache ich. Aber ich mache keinen Auftrag, weil ich nie Aufträge mache, sondern das muss aus meinem Innern kommen. Ich versuche das, fange an, da zu fotografieren. Und dann bin ich hergegangen und dann habe ich den ersten Gerüstbauer fotografiert, der dann hier reingeht, wo wir jetzt auch reingehen in die Kirche. Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf, ganz neugierig. Ja, gehen wir mal rein. Ja, jetzt sind wir oben. Ja. Wie oft bist du denn hier schon hoch und runter gegangen? Hunderte Male bin ich hier rauf. Das ist unglaublich, weil es gab ja damals noch keinen Fahrstuhl. Morgens, nachmittags, täglich fast bin ich also hier raufgefahren. Und das Erste, was hier passierte, war die Aktion mit den Gerüstbauern. Und da zeige ich dir mal was, wie die hier oben auf der Turmkante spazieren. Hinten sieht man die Marienkirche. Und da ist noch gar nichts. Und die fangen jetzt an, erst mal Gerüste zu setzen. Dann war das hier, ganz deutlich, da wurde nämlich ein Dach, ein Notdach über der Kirche gemacht, damit die Arbeitsräume haben, wo nicht also immer Schnee, Regen, Wind und sonst was so zu sehr angreift, wenn wir da arbeiten. Und dieses Foto hier, das ist ja nachher auf dem Buch auch von Redig und Schade zu sehen. Das ist natürlich eine Aktion gewesen, da war ein Brett draußen vor dem Turm, nicht? Und weiter war da nichts. Und da habe ich gesagt, hält das? Ja, das hält meiner. Und da habe ich mich dann raufgelegt. Ne? Das würde ich heute aber auch nicht mehr machen. Ich war ja nicht angeseilt. Und dann habe ich das Foto gemacht. Und das ist jetzt 25 Jahre her, ne? Das ist schon 27 Jahre her. Und ja, und dann als die Gerüste, also dieses Dach oben fertig war, dieses Gerüstdach, dieses Notdach, was man geschaffen hat, dann fingen die Maurer hier an. Und die Maurer haben hier über drei Schichten teilweise von dem alten Mauerwerk abtragen müssen, weil durch diesen Brand, durch diese Hitzeentwicklung, waren die Steine ja also nochmal richtig durchgeglüht worden und dann war das ja alles offen Jahrzehnte. Und mit den Witterungen, die dann kommen, also Schnee, Eis, Regen, alles was passiert, sind die Steine beschädigt worden. Die waren bröselig, da kann man nichts mehr anfangen. Und das ist dann alles
runtergerissen worden. Hier haben wir das so. Da mit Hammer und Meißel und ja, irgendwelchen Presslufthämmern arbeiten die da dran, dieser ganze Schutt. Und dann geht der Schutt mit der Schubkarre in so eine Röhre und er flog das unten raus. Dann pass auf, Schutt kommt! Nicht? Und das waren ja Geschosse, die da losdonnerten. Wenn das hier 50 Meter runter geht, da ist also Saft drauf. Und das hast du alles dokumentiert? Ja, das habe ich gemacht. Nicht? Also wenn mich das packt, dann bin ich auch dabei. Nicht? Tja, und dann kamen die Maurer. Hier auch mit Schubkarre rein, einzelnen Steine. Ja, und wie man die Maurer so kennt. Nicht? Also alles Handwerk. Nicht? Und als die Maurer dann vorbei waren, kamen die Eisenbieger. Und wenn man jetzt hier mal so guckt, Gabi, wenn du hier schaust, da siehst du so einen grauen Ring hier. Das ist der Ringanker 1, der ist in Beton gegossen. Daran wurden nachher Metallteile mit den Balken festgemacht. Weil der ursprüngliche Turm, da ging das Gebälk viel weiter nach unten. Man hat es jetzt anders lösen können durch diese Verankerung mit dem Metall, hat also mehr Raum schaffen können. Der Turm ist dadurch auch leichter geworden. Nicht instabiler, nicht wie man jetzt wieder denken könnte. Und das sind die Eisenbieger, die hier also rumfummeln und hier diese Armierung machen, wo nachher der Beton rübergegossen wird. Hier sieht man, da kriechen die dann drin rum. Die haben sich aber nicht eingebogen, nicht? Also ein Bauopfer wollten die noch auch nicht haben, nicht? Das sieht man ganz schön hier, so mit den Eisenbiegern. Und wie haben die reagiert, dass da jemand ständig daneben steht mit dem Fotoapparat? War das... Irgendwann haben die das einfach vergessen und es war auch ein vernünftiges Verhältnis mit dem anderen, denn die wussten ja, ich mache das hier für den Pastor und die Kirche, ich dokumentiere das und die fanden das ganz normal nachher. Dass es immer so ein, zwei gibt, die immer rumdödeln, die gibt es ja auch immer nicht, aber die meisten waren wirklich reizende Mitmenschen. Ja, und dann wurden hier auch solche Formen gemacht. Und die sind notwendig, damit man darüber die Bögen bauen kann. Und das sollten wir uns gleich mal angucken, indem wir jetzt eine Etage höher gehen. Das ist doch wirklich ein herrlicher Backstein. Ja, das ist... sind keine Klinker, nicht? Das ist also richtig Backstein, wie man die früher auch genommen hat, auch in dem Format. Aber um so einen gotischen Bogen zu machen, braucht man natürlich Schablonen. Und wir sehen hier, rundherum sind diese gotischen Bögen bei diesen Schallluken. Und das musste man ja nur irgendwie machen. Also da ist dann diese Schablone, die machen die Zimmerleute. Und hier sehen wir den Mann, wie das gemauert ist alles schon. Das ging natürlich über Monate, das war ja nicht in wenigen Tagen zu schaffen. Und jetzt wird das alles verfugt. Währenddessen, als hier oben auch noch gearbeitet wurde, waren unten vor der Kirche, wurde also hier Beton, eine Fläche gegossen. Das war eine Arbeitsfläche. Und auf dieser Arbeitsfläche aus Beton, damit das alles eben ist, wurde der Schnürboden errichtet. Der Schnürbogen ist wichtig, also für die Zimmerleute. Und das Holz für den zu errichtenden Turmhelm jetzt hier, wurde hier unten, wo jetzt die Holzhalbinsel, das ist ja so genannt, war, wo der Holzhandel auch gewesen ist, da wurde das immer gelagert, diese Massen von Holz und dann hierher zum Schnürboden transportiert, sodass man sieht, hier sieht man das sehr gut, wie diese Ladungen hier ankommen und da wurde das dann verarbeitet. Was ist das für ein Holz? Das ist Lärchenholz. Lärchenholz, dafür hat man sich entschieden, weil das unglaublich lange Lebensdauer hat. Ein paar hundert Jahre können die eigentlich Garantie geben. Es ist auch nicht besonders brennbar, was sehr wichtig ist. Und man hat ja von Anfang an entschieden, also kein Stahlgerüstturm zu machen, weil der viel öfter konserviert werden muss als dieses Naturholz. Also man entschied sich für einen Holzturm. Und dann ging das da unten nur so los. Nicht? Da wurden dann so die einzelnen Elemente zurecht gebaut. Natürlich wurde auch hier mal ab und zu eine moderne Maschine eingesetzt. Aber das meiste, die ganzen Feinarbeiten, sehr viele spezielle Dinge, wurden also wirklich per Hand gemacht. Ich meine, wo sieht man einen Zimmermann mit so einer Säge sonst noch arbeiten? Und das war für mich auch ein Anreiz. Ja, hier hast du mal Handwerk noch wirklich erlebt. Sonst wäre ganz schwierig, wenn du also nur eine Maschine irgendwo rattern siehst. Wie will man das auch darstellen? Das ist also nicht nach meiner Auffassung. Aber irgendwie muss es ja auch hier hochgekommen sein. Es ist hochgekommen. Es wurde alles mit dem Kran hochgezogen. Nicht? Da war ein Kran mittlerer Größe und dann wurde das hier die Balken rauftransportiert.
Und jetzt ist es vielleicht ganz interessant, wenn wir mal zu der Stelle gehen, wo dieser Nagel reingeschlagen wird. Das ist jetzt hier gleich hier oben, da könnten wir jetzt mal hingucken. Das war ein besonderer Punkt. Jetzt wurde der erste Eichennagel reingeschlagen. Da gab es also verschiedene, die waren von so groß bis so groß. Wo war das jetzt genau? Hier, ja, Gabi, das war hier an dieser Stelle sogar. Und jetzt würde ich natürlich wundern, wie komme ich jetzt höher als dieser Arbeiter? Nicht? Hier waren ja natürlich Gerüste, also der ganze Turm war ja ausgerüstet mit Stahlgerüst. So, und dann war man natürlich über ihm, konnte also aus dieser Position das Foto machen. Das war also der erste Eichennagel, der gesetzt wurde. Das sind ja hunderte von Eichennägeln. Das, guck mal, hier sieht man also diese Punkte über. Das sind alles diese Eichennägel, die in verschiedenen Größen. Das ist richtig so verzahnt worden. Da haben also auch noch Leute, meine Lehrlinge waren da glaube ich nicht bei, aber dass die so ein Handwerk erleben konnten. Und wenn man die Gerätschaften gesehen hat, die gab es ja schon im Altertum. Das hat sich nicht viel geändert. Wenn einmal was richtig erfunden ist, wird man das Rad ja nicht nochmal erfinden. Nicht? Aber du musst auch schwindelfrei sein. Schwindelfrei, ja. Ja, das also heute, ich weiß nicht, ich würde mir das vielleicht nicht mehr zutrauen. Also ich bin hier oben auf der Turmkante auch rumspaziert. Und wenn da rundherum weiter nichts ist, das ist schon komisch. Und die Turmbreite ist auch unterschiedlich. Also das differiert ganz schön. Und du hast hier nichts und da nichts mehr. Nicht? Also das ist nicht so schön. Guck mal hier, da werden diese großen Teile, die hier sind, solche, werden hier unten fertig gemacht. Und die tragen die dann rauf. Da ist mal ein modernes Gerät, natürlich mal eine Säge zum Vorsägen. Aber das wird dann auch alles wieder nachbearbeitet. Oh, was ist das? Das bin ich, ja. Das war die Zeit, da habe ich einen Kulturpreis gekriegt. Und da hat die eine Dame, Irma Schmidt von der Stadt, das fotografiert, wie ich hier so ein bisschen rumarbeite, nicht? Aber da sieht man den Mann hier, wie ich ihn auch so fotografiert habe hier mit diesem Gerät, wie der das hier noch ganz, ganz minutiös ausarbeitet. Da war ja keine Toleranz nachher drin. Das war wirklich eine Genauigkeit, wie man sie ganz selten findet. Manchmal war es auch, da muss man ja auf dem Schnürboden, da muss auch ein bisschen mal, da muss was bewegt werden. Nicht? Da gibt es dann mal Bello, der große Hammer schlägt dann auch noch mal zu und haut den Balken mal ein paar Zentimeter weiter. Nicht? Aber sonst war das ganz, ganz, ganz hundertprozentig genau. Und dann haben sie unten diese großen Sachen montiert und hier sieht man Metall. Und diese Metallteile, guck mal, das siehst du hier unten. Da siehst du ein Fragment davon, von diesem Metall. Das andere geht weiter runter, unter diesem Fußboden jetzt. Da wurde das alles mit Schrauben verschraubt. Und dadurch wurde der Turm, also das Ganze, was ich erst schon mal sagte, mit geringerer Holzmasse verbaut. Nicht? Wie früher, wie gesagt, war das alles hier noch viel weiter nach unten, das mit dem Holz. Ja. Das ist schon richtig Handwerkskunst, ne? Das ist Handwerkskunst. Und ich meine, der Architekt Betzner, der sich das alles genau ausgedacht hat, wie das so ist, das war ein Turmbauer. Der hat also in Halle den Roten Turm wieder gemacht. In Berlin hat er die Kirche mit den Doppeltürmen gemacht. Der wusste auch genau, was er macht und sagte mal zu mir, von vielen Kirchen damals in Deutschland waren auch die Türme, waren Aufrisse, waren, wie sah die Konstruktion drin aus, aber von Rostock wieder mal nicht. Ne? Rostock war wieder mal weit weg, das haben wir schon öfter erlebt. Und da gab es so nichts. Das musste alles neu erfinden. Und er hat das natürlich in einer Form gemacht, wie sie es im Mittelalter so nicht machen konnten. Eingedenk der Tatsache, dass man hier Metalle verwendet, die großen Betonringanker macht. Das war ja damals nur noch nicht möglich. Also auf jeden Fall ist der Rostocker Petriturm ein Unikat. Ja, das ist er schon, nicht? Wie sagte Kempowski, mehr Turm als Kirche. Ne? Also so was Ähnliches hat er mal gesagt. Ja. Aber hoffen wir, dass er hält? Ich hoffe auch, dass der hält und ich denke, dass er halten wird. Also nochmal möchte ich das nicht fotografieren. Das wird dann auch nichts. Nicht? Tja, da sieht man die Zimmerleute hier draußen in Überlegung verharrend. Nicht? Das war auch ein Reizender, das war auch so ein Obermeister da, nicht? Die wussten also wirklich genau, was sie machen. Und trotzdem gibt es ja dann so Probleme, wie kann man es legen, wie kann man jetzt am besten arbeiten. Und ich war immer dabei, nicht? Das störte dann nicht. Ja, wer erinnert sich noch hier, nicht? Die alle, nicht? An diese großen Turmsegmente. Wir
sind wieder heil unten angelangt. Ja, das, so ist es, nicht? Runter ist sowieso einfacher als rauf, nicht? So, ja, und dann hier war Folgendes, hier wurden draußen diese drei Turmsegmente gebaut, also riesige Teile, wie man sieht. Und hier ist ja auch ständiger Autoverkehr, es kommt gerade hier wieder eins um die Ecke. Das habe ich extra am Wochenende gemacht, an einem Sonnabend. Und Frau Hase lieh mir dann eine große Leiter und da habe ich dann oben gestanden. Und um das überhaupt reinzukriegen, diese Größe dieser Teile. Und im Turm, das hatte was Magisches, da wurden dann die Kupferbleche gelagert. Und dann kamen die Blechner. Die Blechner, das waren welche aus der Tschechoslowakei. Und die haben auch wieder Handarbeit gemacht oder wie man hier sieht, sogar Kniearbeit. Alles wurde eingesetzt, voller Körpereinsatz. Das waren auch wirkliche Fachleute, die also sowas oft gemacht haben. Nicht? Hier, das war der Obermeister von denen. Ab und zu fiel dann auch mal so ein Span herunter. Liegt da denn so magisch auf dem Boden. Und als diese Teile dann fertig waren zu einem Transport, wurde ein Kran geordert. Der größte Kran, den man überhaupt kriegen konnte. Und der also nur, ich glaube, 1-2 Meter mehr noch hatte über der Turmspitze nachher. Also da wurde dann hier zusammengebaut. Und hier war so wie so ein Insekt hier rumläuft mit dem roten Bauhelm. Übrigens der rote Bauhelm, den habe ich auch meistens getragen. Und da dachten die Leute immer, ich wäre der Chef. Entschuldigen Sie, sind ja hier der Obermeister. Oder so, das haben die ernst gemeint. Die haben wirklich gedacht, ich wäre der Chef, ja. Die reagierten auf Rot wie der Stier, nicht? So, und da wurde hier diese einzelnen Segmente kamen dann hier an und dann wurden die hier abgeladen und zusammengesetzt. Man sieht ja anscheinend diese Rollen, wie hoch, wie groß diese Sachen sind. Naja, und auch hier, wenn es mal nicht ganz so saß, vielleicht ein paar Millimeterchen, Bello genannt, hat es dann gerichtet. Nicht? Ja, und als die Turmsegmente aufgesetzt wurden, da waren hier Hunderte, vielleicht 2000 Leute, das sammelte sich ja immer. Ich erinnere mich, das war richtig Volksfeststimmung. Es war Volksfeststimmung und es war unfassbar kalt. Unfassbar kalt und glückhaft war, dass kein Wind war. Also durch diese Wehbewegungen dort oben hätte man dieses Segment nicht aufsetzen können. Nicht? Alleine diese Stahlseile, was das für Dimensionen sind, ja. Hier wieder so ein Turmsegment eingesetzt werden. Da war also Bruchteile von Millimetern waren es eigentlich, die da Toleranz waren. Das waren 2-3 Schläge, dann war das alles erledigt. Nicht? Hier sieht man mich auch nochmal, der rote Helm wieder ganz deutlich. Ja, Zuschauer völlig gebannt, was da oben passiert. Zuschauerinnen in diesem Falle. Und hier, das ist der Architekt. Der ist auch ganz begeistert. Es war aber auch ein einmaliges Erlebnis. Das ist auch ein einmaliges Erlebnis, nicht? Also, dass das geklappt hat, dieser Turm. Hier wird das letzte Segment dann so raufgezogen. Und dann bin ich ganz schnell mit dem Fahrrad runter zum Mühlendamm, um diesen Blick zu kriegen, wie das letzte Segment drüber ist. Also, wo jetzt die alte Stadtansicht, Vorkriegsansicht, nahezu richtig wiederhergestellt wurde. Du hast so schön erzählt oben, was Kempowski gesagt hat über den Turm. Weißt du auch, was er gesagt hat, nachdem er wieder oben war? Nee, da kann ich nichts sagen. Ich weiß bloß, dass wir hier unten standen. Keiner hat es fotografiert. Nicht? Und sagte, jetzt muss ja auch noch eine Tür gemacht werden. Nicht? Also da haben wir gestanden. Der fiel gar nicht auf, dass der hier steht. So, und als ich vom Bühlen damals das Foto gemacht habe, bin ich dann gleich wieder hergefahren. Denn dann wurde ja der Hahn aufgesetzt. Hier siehst du Pastor Wittenburg. Den Herrn hier hinten, den sehen wir mit den Händen in den Taschen, was sonst nicht meine Art ist. Aber das war ja, wie ich schon anmerkte, unfassbar kalt den Tag. Strahlender Sonnenschein zwar, aber es war wirklich kalt. Und dann wurde der Hahn ja aufgesetzt. Da in dem Kran, in diesem Korb, bin ich nicht mit hochgefahren. Nicht, weil ich das nicht gemacht hätte, sondern das war einfach platzmäßig nicht möglich. Sonst hätte ich das auch noch gemacht, wäre ich also damit raufgefahren. Naja, eine tolle Erinnerung ist das schon. Hier, wenn ich das so sehe, 25 Jahre später, die Fotos hatte mein Freund, alter Freund Henschel gemacht, nicht? Ja, also, dass ich dabei war und das machen konnte, dass mir das gefallen hat, glaube ich, ist sehr schön. Und dann ging es ja, nun haben wir den Turm oben drauf, also richtig gesagt, der Turmhelm ist da. Was machen wir jetzt mit dem Eingang? Es war also dieses Nachkriegs-Nottor hier vorne drin. Und es sollte doch auch irgendwas Attraktives, etwas Spezielles sein. Und da ist man aufs Jojastang gekommen. Und ich denke da jetzt 15 Jahre zurück, da war mal ein Nachmittag, auch eine kleine Veranstaltung, sehr schön. Und Jo Jastram hat uns dann erzählt, was seine Intention war, wie er das bearbeitet hat, diese Gussformen vorher, wie man das machen, gestalterisch und so weiter und so fort. Und am Schluss
sind wir dann noch so ein paar, die von Anfang an jetzt dabei waren, vor dem Tor fotografiert worden. Da ist Jojastam, sieht man ihn ja noch, der ist ja inzwischen auch verstorben. Das erfreut mich, dass ich auch dieses Bild habe. Ja, liebe Zuschauer, was wäre die Rostocker Petrikirche ohne die Fotos von Gerhard Weber? Wenn Sie noch mal Lust bekommen haben, sich die Fotos einmal anzuschauen, das können Sie gerne tun. Es ist nämlich ein Büchlein damals erschienen, Der Turm. Da können Sie sich die Bilder, die Sie heute gesehen haben, und auch andere Bilder anschauen. Vielleicht ist es auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen frohe Festtage und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.